Traditionelle Philosophiegeschichten machen in der Regel ein, zwei, drei Sprünge. Wir haben die klassische Philosophie, das klassische Zeitalter, die Antike, die mit Plato und Aristoteles ihren Höhepunkt findet. Dann wird in der Regel die Stoa behandelt, die Skepsis, die Epikureer. Und dann geht man über die Jahrhunderte hinweg, wenn überhaupt, aber doch meistens inzwischen zu Plotin. Ja, Plotin um 205 bis 270. Die hellenistischen Schulen eigentlich eher um die Zeit 300 vor christlicher Zeitrechnung. Das heißt, wir springen schon ein paar Jahrhunderte. Dazwischen gibt es kaum wirklich namhafte Philosophen, die deutlicher herausgestellt werden und die man tatsächlich auch mit großem Stellenwert ansehen würde. Von Plotin geht es dann kurz nochmal weiter zu Augustin, dem Kirchenvater, dem Christen, der die platonische Philosophie ins christliche Mittelalter eingeführt hat, und dann weiter am besten direkt in die Neuzeit. Das heißt, traditionelle Wertschätzung für die Denker zwischen hellenistischen Schulen, Kyniker, Stoiker, Epikureer und Skeptiker und Plotin, Wertschätzung für die dazwischen findet man eigentlich eher wenig. Es gibt ein paar Gestalten, die werden bei näherem Hinsehen nochmal erwähnt, aber so richtig, richtig groß findet die eigentlich niemand. Genau, und genauso ist es dann natürlich auch von Plotin zu Augustin. Der Sprung ist nun nicht so weit, ja, der ist vielleicht 60, 70 Jahre und dann von Augustin eben weiter. Trotzdem kann es Sinn machen, sich genau mit dieser Zwischenphase zu beschäftigen, mit der Phase zwischen hellenistischer Philosophie und Plotin. Nicht unbedingt, weil die Denker, die da waren, so super gewesen wären. Um ehrlich zu sein, mein Eindruck ist nicht, dass es sich dabei um die größten, großartigsten und bedeutendsten Philosophen gehandelt hat, die man nun unbedingt endlich ins Pantheon der größten Größen einführen muss. Aber wenn wir Plotin verstehen wollen, müssen wir verstehen, wo er herkommt. Wenn wir würdigen wollen, was Plotin geleistet oder nicht geleistet hat, interessiert zumindest mich, was er geleistet hat, wie er zu dem geworden ist und gekommen ist, was er war und was er hatte. So, und gerade das ist dann noch sehr spannend. Noch früher hätte man nicht mal Plotin erwähnt übrigens in der Philosophiegeschichte. Nämlich noch früher hätte man gesagt, Plotin, das ist sowieso nur irgend so ein Platoniker, der es nicht mehr ganz auf die Reihe gekriegt hat, der versucht hatte, nochmal so ein bisschen aufzuwärmen, was Plato gesagt hatte, es aber nicht mehr konnte. Erst seit etwa 200 Jahren ist überhaupt die Einsicht gewachsen, dass Plotin nicht einfach nur jemand war, der Platon ausgelegt hat, der Platon vielleicht etwas, der eine Verfallsform des platonischen Denkens präsentiert hat, sondern jemand, der tatsächlich originell etwas zur Philosophiegeschichte hinzugefügt hat. Aber was eben? Was ist das Originelle? Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, ne, das eine, wer sich ein bisschen in der bekannteren Philosophiegeschichte auskennt, wird wissen, klar, das eine, diese Orientierung aufs eine, die ist etwas, das Plotin auszeichnet, aber ist ja auch der Erste, der das tatsächlich, dieses Modell oder diese Gedanken präsentiert hat, ist er der die Ideen gehabt hat und somit also quasi Platon nochmal auf links gebügelt hat. Naja,
Ja und nein. Wenn es wirklich um handfeste Ideen geht, dann eigentlich nein. Plotin ist nicht derjenige, der irgendwie eine Idee in die Geistesgeschichte eingeführt hätte, die es nicht schon gab. Übrigens, ein Phänomen, das wir schon bei Karl Marx kennen. Auch Karl Marx wird von den meisten Philosophiehistorikern nicht zugestanden, große neue Ideen gehabt zu haben. Ja, große neue Punkte, über die vorher nie jemand nachgedacht hat. Marxisten, Anhänger von Marx, mögen das vielleicht intuitiv annehmen. Tatsächlich hat Marx aber nur Ideen aufgegriffen, die schon vorlagen. Allerdings, und das ist die Größe von Marx, die eben noch nicht in einem ordentlichen Gefüge, zu einem ordentlichen Weltbild zusammengeschweißt waren, die noch nicht zu einer Gesamtanalyse nutzbar gemacht wurden. Und genau das war die Leistung von Marx. Und ähnlich ist auch die Leistung von Plotin. Plotin hat nicht die eine Idee gehabt, wo alle sagen, boah, da ist keiner drauf gekommen. Das ist ja der Hammer, das ist komplett bahnbrechend und komplett neu. Nein, Plotin hat die Ideen, die es schon gab, genommen und in eine Struktur gebracht, die plötzlich trägt. Ideen, die für sich genommen, für mich nicht erwähnenswert wären, die ich für zum Teil, es gibt ein paar Aspekte, die sind ganz nett, aber andere Ideen, wo ich sagen würde, dass die schlicht irrelevant sind, hat Plotin genommen und stringent zurechtgebaut. Nicht nur linear, sondern als Gesamtkonzept. Und das war seine Stärke und ich glaube, das müssen wir an ihm würdigen. Aber um das wirklich richtig würdigen zu können, macht es trotzdem Sinn zu gucken, wer sind denn die Stichwortgeber gewesen? Wer sind diejenigen, die die Impulse aus unterschiedlichen Richtungen gesetzt haben und die ihm eben die Ideen vorgelegt haben, damit er was draus bauen konnte? Und genau darum geht es heute. Wenn wir uns angucken, welche Denker und welche Schulen haben die meiste Prägekraft auf Plotin ausgeübt, denke ich, können wir sagen, da gibt es sieben. Ja, der erste ist eigentlich unfraglich und völlig klar, ja, das ist Platon. Platon ist der Denker, auf den sich Plotin beruft. Platon ist der Denker, den er auslegen will. Und er selber sieht sich eben auch wirklich nur als denjenigen, der Platon aufbereitet, ausführt, vielleicht ein paar Punkte vertieft, aber letztlich nichts ändert, nicht widerspricht, nicht irgendwie etwas Neues bringt. Das ist seine eigene Sicht. Das heißt, Platon ohne Frage ist natürlich der Hauptbezugspunkt der Philosophiegeschichte für Plotin. Ein zweiter wesentlicher Punkt oder ein zweiter wesentlicher Bezugspunkt, eine zweite wesentliche Gestalt ist Aristoteles. Und hier fängt es eigentlich schon an. Sowohl Plotin als auch andere Neuplatoniker haben im Grunde Aristoteles gar nicht so sehr als eigenen Denker, als anderen Denker, als Widerspruchsgeist zu Platon gesehen, sondern sie behandelten ihn eigentlich eher als, ja, weiter als seinen Schüler. Für sie ist Aristoteles ein platonischer Schüler, der den Herrn ausgelegt hat, ein paar neue Aspekte hinzugebracht hat, aber letztlich alles im Sinne von Platon. Wir können heute sagen, dass er tatsächlich Dinge mit eingebaut hat in seinen Neuplatonismus, die tatsächlich nicht so ohne weiteres als Auslegungswerk Aristoteles zu Plato zu sehen sind, sondern die originell in Aristoteles vorliegen und die insofern dann natürlich wieder zusammengefügt, anstatt im klassischen Gegensatz gesehen, zusammengefügt mit dem platonischen Werk angewendet werden, die dann eben schon allein so etwas Neuartiges hervorbringen. Plato und Aristoteles. Des Weiteren ist es unfraglich, dass Ammonius Saccas natürlich einen Einfluss auf ihn gehabt hat. Wir erinnern uns an seine Biografie, also die von Plotin. Ammonius Saccas war der Lehrer von Plotin, auf den er sich beruft, von dem selber wir kaum etwas wissen, der aber offenbar
eine so große Wirkung hatte, dass er 11 Jahre lang bei ihm in die Schule gegangen ist und auch nach dessen Tod, nachdem er sich von ihm getrennt hatte, also nicht mehr bei ihm in der Schule war, immer noch sich gebunden fühlte an den Schwur, nichts öffentlich preiszugeben, aber genau das zu lehren, was er von seinem Lehrer beigebracht bekommen hatte. Und ähnlich wie bei Sokrates und Plato wissen wir nicht genau, was im Werk von Plotin wirklich Plotins eigene Gedanken sind und was Ammonius Saccas Gedanken sind. Wir haben also schon mal drei, die unfraglich einen riesigen Einfluss hatten, auch wenn wir sehr unterschiedlich einschätzen müssen, wie dieser oder wissen können, wie dieser Einfluss tatsächlich gewesen ist. Plato, Aristoteles, Ammonius. Und dann kommen noch vier weitere dazu. Da ist zunächst einmal die Stoa, die Stoiker. Der ethische Einfluss der Stoiker dürfte kaum zu unterschätzen sein. In der Zeit und auch für Plotin. Obwohl er selber die Stoiker nicht in hohem Ansehen hielt. Dennoch, die Stoa ist das vierte. Dann kommt der sogenannte Mittelplatonismus. Was ist das? Der Mittelplatonismus, dabei handelt es sich tatsächlich um Erben der platonischen Schultradition, Erben der Akademie, ja, also quasi um Akademiker, Anhänger der akademischen Schule, die nach einigen, in Anführungsstrichen, Abirrungen der akademischen Schule vom ursprünglichen Platonkurs, die wieder zurück zu Platon wollten, sich tatsächlich selber teilweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar Altplatoniker nannten, um sich von den damals noch existierenden, skeptisch gewordenen Platonikern abzuwenden und abzugrenzen. So, wir haben also die Mittelplatoniker und dazu kommen dann die sogenannten, ich muss mal zählen, doch, passt, dann kommen die Neupythagoreer, Neupythagorismus, Neupythagoreer, die wiederum auf die Mittelplatoniker aufbauten, aber sich zurückberiefen auch auf Pythagoras und dort die eigentliche Wurzel sahen. Und am Ende taucht dann noch ein Denker auf oder ein Denkerpärchen, ein Denkerpaar, wo man nicht so genau weiß, wie man die zusammenhalten oder auseinanderhalten soll, nämlich Numenius und Kronius. Kronius wird üblicherweise als Gefährte von Numenius erwähnt. Man geht davon aus, dass er dasselbe vertrag wie Numenius, aber genaues weiß man nicht. Auf jeden Fall, diese sieben, die gilt es sich anzuschauen. Jetzt im Weiteren dieses Videos werde ich tatsächlich die drei wichtigsten erstmal beiseite lassen. Das heißt, wir wissen, am Ende wird sich die Frage stellen, oder fangen wir hier an, wie ist die Wirkung, wie ist der Unterschied von Plato zu Plotin? Natürlich interessiert uns auch ein bisschen, was hat eigentlich Aristoteles in der ganzen Geschichte zu erzählen und zu suchen. Und ja, was wissen wir noch mal so ein bisschen über Ammonius? Nicht ganz uninteressant. Den werde ich am Ende heute auch noch kurz erwähnen. Aber Hauptaugenblick heute und Merkmal, wie nennt man das auf Deutsch? Hauptaugenmerk heute wird tatsächlich die Zeit zwischen der Antike, der späten Antike und Plotin sein als die super späte Antike, Mittelplatoniker, Neupythagoreer, Numenius Kronius und dann kurz Ammonius Saccas. Ja, fangen wir an. Stoa. Jeder verbindet was mit Stoa. Über die Stoiker werde ich garantiert früher oder später noch ein Video machen.
Allein schon deswegen, weil ich selber persönlich einem philosophischen Denken angehöre und mich verbunden fühle, das mit den Stoikern durchaus verwandt ist. Stoiker sind nicht die, die normalerweise übersprungen werden. Und ich denke, der Hauptgrund, warum Stoa erwähnt wird, dürfte der sein, dass sie durch den Plotinismus und auch durchs Christentum bis heute hin eine enorme ethische, gesellschaftliche Wirkung entfaltet haben und tatsächlich auch ihrer Zeit um Plotins Geburtsjahr herum, um Plotins Lebenszeit herum in Ansehen standen. Grundsätzlich war griechisches Denken im Niedergang, als Plotin lebte, aber die Stoiker hatten einen einigermaßen guten Ruf. Was zeichnet nun die Stoiker aus, was auf Plotin eingewirkt hat, obwohl er eigentlich tatsächlich sich dann später sehr stark von ihnen distanziert? Einer der Punkte der Stoiker und überhaupt der Hellenisten, war der, dass es ihnen ein Anliegen war, sich von den Umständen freizumachen. Ich denke, der Kernpunkt von Epikureern, von Skeptikern und von Stoikern ist der, dass sie sagen, wir suchen das Glück, aber wir suchen es nicht in weltlichen Gütern. Wir suchen es nicht in fixen Dingen, die wir festhalten oder verlieren können, sondern wir suchen das Glück in uns. Der Kern des menschlichen Glücks, der Kern meines Glücks liegt in mir und nicht in irgendetwas, was du mir abnehmen oder streitig machen könntest. Äußere Glücksgüter zählen nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Stoiker. Ohne Frage ist das ein Punkt, der eben auch bei Plotin wirksam geworden ist. Die Stoiker waren also, hatten eine weltabgewandte Ethik, eine Ethik, die sich unabhängig machen wollte von den Umständen. Sie hatten eine Tugendethik, das heißt eine Ethik, die nicht auf den Effekt achtet, auf die Wirkung, keine utilitaristische Ethik, sondern eine Ethik, die in der Tugend das Glück selber sahen. Das heißt, dadurch, dass ich einfach richtig lebe, bin ich schon glücklich. Und es ist eigentlich egal, was meine Handlung am Ende bewirkt. Gut ist, dass ich in mir, meiner Natur, meiner inneren Stimme und eben der allgemeinen Ordnung folge. Einer Ordnung, die auch als Logos verstanden werden kann. Ein Logos, der oder das den gesamten Kosmos durchwirkt, ihm seine Ordnung und seinen Sinn gibt und dadurch eben uns auch so ein bisschen löst von den momentanen blitzenden und lockenden Glücksgütern des Moments. Das heißt, die Ethik ist weltabgewandt. Es wird ein Logos anerkannt, eine Ordnung der Welt, der es durch das eigene Verhalten sich einzufügen gilt. Und das Ganze ist rationalistisch auch zu begreifen. Das heißt, durch reines Denken können wir zur Wahrheit finden. Es geht nicht um ein empirisches Untersuchen des Geschehens, sondern es reicht, dass wir denken. Das ist die Lehre des klassischen Rationalismus. Also das, was andere auch als Elfenbeinphilosophie womöglich betrachten würden oder als Hirngespinste, das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Stoiker. Und das sind auch alles Punkte, die tatsächlich wunderbar mit dem Denken von Plotin übereinstimmen, mindestens, oder die möglicherweise sogar direkt, indirekt auf Plotin eingewirkt haben. Warum wandte sich Plotin gegen die Stoa? Warum kritisiert und attackiert er sie? Nun, die Stoiker waren in gewisser Weise weltabgewandt, aber mehr dadurch, dass sie sagten, wir gehen sozusagen in die Natur, in die Ordnung hinein durch unser Verhalten.
Sie orientierten sich aber nicht auf ein jenseitiges, ein äußeres, auf einen höheren Gott, sondern eher pantheistisch auf die Welt als solche. Auch das muss nicht völlig unvereinbar mit Plotin sein, aber ihr Weltbild war materialistisch. Sie gingen davon aus, dass alles Materie ist und durch Materie erklärbar ist. Dass also nicht die Seele die eigentliche Kraft ist, die über dem Materiellen steht, die gegen das Materielle steht, die in irgendeiner Weise eigenständig ist, sondern wenn, war Seelisches sekundär aus dem Materiellen ableitbar. Und einer der wichtigsten Punkte für Plotin war halt ganz klar, auch in Anlehnung bzw. in Berufung auf Plato, darauf zu bestehen, dass die Seele das Eigentliche ist, dass das Materielle, dass das Gegenständliche, dass die irdischen Belange tatsächlich nicht existieren, weniger existieren, auf jeden Fall untergeordnet sind. Das heißt, es geht nicht so sehr um einen ethischen Dissens. Es geht auch nicht grundsätzlich gegen die erkenntnistheoretische Haltung des Rationalismus, wie man zu Wahrheiten kommt, durch richtiges Nachdenken, sondern es geht um die metaphysische Sichtweise, dass Materie das Eigentliche ist. Das lehnte Plotin ab, aber eine ganze Menge anderes, auch wenn er deswegen die Stoiker eben eher angriff, war in Plotin wirksam. Deshalb würde ich sagen, nach den drei, ich sag mal, großen Gestirnen, Plato, Aristoteles, Ammonius, ist die Stoa für Plotin wichtig. Kommen wir zum Mittelplatonismus. Was ist der Mittelplatonismus? Die mittelplatonische Schule, der Name ist übrigens auch erst im 18. 19. Jahrhundert entstanden. Und zwar, nachdem sich der Begriff Neuplatonismus für Plotin und die Seinen durchgesetzt hatte, kam man dazu, dass man nach und nach eben gesagt hat, okay, dann sind die im Übergang von der skeptischen Akademie bis Plotin, dann sind die möglicherweise als Mittelplatoniker zu bezeichnen oder Mittelplatonisten, wie immer man will. Gut, wann waren diese Denker, von denen wir da reden? Erstes Jahrhundert vor Christus bis drittes Jahrhundert nach Christus, also etwa 400 Jahre, das ist die Zeit, in der die Mittelplatoniker existiert haben. Wir sehen, drittes Jahrhundert nach Christus, da bewegen wir uns auch eben mit den Lebensdaten von Plotin. Das ist die Zeit. Und was beinhaltete nun grundsätzlich erstmal die Aussagen der Mittelplatoniker? Auch hier muss ich sagen, greife ich vor allem auf das Wissen und auf die Informationen zurück, die ich von Maria Luisa Gatti genommen habe. In den Einzeldarstellungen gleich der Philosophen werde ich mich eher auf Wolfgang Gombotsch berufen müssen, weil ich eben die Werke selber nicht gelesen habe und auch ehrlich gesagt nicht lesen will. Gut, Gatti geht davon aus, dass es im Grunde, oder zumindest ich, so wie ich Gatti lese, habe ich 6 entscheidende Punkte gefunden, die ich für sehr, sehr wichtig halte bei den Mittelplatonikern. Zum einen, sie bekennen sich zu Plato. Ja, das ist bei den Stoikern nicht so. Aber jetzt, die Mittelplatoniker sagen ganz klar, Plato ist der, der den Durchblick hatte. Das Werk Platos ist göttlich inspiriert und es ist im Grunde makellos. Das platonische Werk ist das göttlich inspirierte Werk, das uns die Wahrheit über die Welt offenbart. So, ein Punkt, in dem sie eben jetzt schon anfangen, Plato so ein bisschen zu verändern, ist, dass sie eine sehr starke transzendente Betonung haben. Sie orientieren sich aufs Jenseits, auf das, was über unsere physikalischen, irdischen Regeln hinausgeht. Das mag in Plato angelegt gewesen sein, ist aber in der Weise durchaus ein bisschen neu, dass tatsächlich
ja, jetzt auch mit Hierarchien gespielt wird. Wie, was ist Gott? Wie ist Gott? Wie wirkt Gott aus dem Jenseits ins Irdische hinein und so weiter? Transzendenz spielt eine Rolle. Dann kommt bei Ihnen erstmals das Aufnehmen des Nous-Gedanken von Aristoteles. Nous, der Geist. Der Nous ist ein Gedanke, der bei Aristoteles neu auftaucht, indem er im Grunde die Psyche und den Geist als zwei getrennte Facetten, möglicherweise eines Phänomens, auffasst. Geist bei Aristoteles ist im Grunde die Rationalität, die reine Intellektualität, die im Grunde wirkt, ohne persönlich ausgeprägt zu sein. Im Grunde so eine Art Weltgeist kann man durchaus sehen, die aber in verschiedenen Seelen als Einzelpersönlichkeiten wirksam wird. Der Nous, der Weltgeist, ist im Grunde eine sehr starke seelische Kraft ein Phänomen, das jetzt mit aufgenommen wird im Denken der Mittelplatoniker. Der Nous ist im Übrigen der Ort, in dem sich die platonischen Ideen befinden sollen. Das heißt, hier wird Aristoteles und Plato werden miteinander verbunden. Das reine Denken denkt die Ideen. Es sind die Gedanken Gottes. Es ist im Grunde das wahre Sein. Das wahre Sein ist im Nous, ist nicht im Irdischen, ist nicht im Gegenständlichen, sondern ist in den Ideen, ist in den Formen, wirkt, ist tätig im Nous. So, das ist der vierte Punkt. Und jetzt kommt ein ganz spannender fünfter Punkt. Und zwar, spannend deswegen, weil es absolut schwachsinnig ist. Also zumindest sagen wir so irritierend. Und zwar ging grundsätzlich das Denken, auch zum Teil auf Plato begründet, seit längerem dahin zu überlegen, okay, was sind die Grundprinzipien der Welt? Was hält alles zusammen? Was ist das eigentliche Sein? Und es hatte sich eingebürgert, dass man im Grunde, dass zwei Motive immer wieder auftauchten, die im Grunde zusammengehören, einander bedürfen, sich voneinander abstoßen und irgendwie in einer Art Gefüge stehen, das man nicht ganz ausloten kann. Und das sind die Monas und die Dias, nämlich das eine, das erste, die Einheit von allem möglicherweise, das Einfache, ja, das Perfekte, das Ideale, das Absolute und das, ich sag mal, Relative, das Zweite, die Mehrheit, die Vielheit, Monas und Dias. Diese beiden Prinzipien, die hat man zur Anwendung gebracht und hat sie im Grunde immer als Wurzel gesehen, aus der die Welt entstanden ist, mit der, in die sie Welt sich aufteilt, die in irgendeiner Weise an den zentralen Schaltstellen dessen stehen, was die Welt zusammenhält. Diese dualistische Sichtweise, ja, es gibt ein Reich des Perfekten, des Idealen und es gibt ein Reich des Unperfekten, des Zeitlichen, Veränderlichen. Das sind teilweise Ausführungen, die nicht alle vollständig teilen, die aber so als Grundmotive immer wieder auftauchen. Was auf den Ideen, auf das Ideenkonzept auch von Plato teilweise zurückging. Diese Idee wurde nun unter den Mittelplatonikern zunehmend um ein drittes ergänzt. Spannend ist jetzt dabei, und deswegen meinte ich eben spannend, dass tatsächlich, ich weiß nicht, es gibt 20 oder so Mittelplatoniker und Denker aus der Richtung, dass die alle das irgendwie anders machen. Alle jonglieren, stellen wir es uns vor, wie drei Bälle. Ja, es gibt hier die Monas als die Einheit, es gibt die Dias als die Vielheit und dann gibt es noch, ja, meistens die Psyche als die Seele. Manchmal ist es der Demiurg als der eigentliche Schöpfergott, der sozusagen im Dienste des Unendlichen die Welt erschafft, was auch immer. Diese drei Bälle, die werden jetzt immer wild hin und her jongliert. Ich sage noch kurz was zur Ethik, um dann den gerade angesprochenen Punkt mit Eudoros von Alexandrien und Philon von Alexandrien so ein bisschen plastisch und konkreter zu machen.
Nehmen wir erst den sechsten Punkt, völlig klar, wieder bei den Stoikern, jenseitige Ethik. Das heißt, weltabgewandte Ethik, die aber jetzt eben wirklich auch auf Transzendenz schaut, also in Sphären schaut, die für die Stoiker nicht zwingend so konkret gedacht worden sind. Aber Weltabwendung und das Ziel tatsächlich, das unterscheidet sie dann auch natürlich von den Stoikern, der Ablösung der Seele vom Körper. Das Ideal der Seele ist es, sich irgendwann wieder vom Gefängnis des Körpers oder von der Verknüpfung, von der Verkettung mit dem Körper zu befreien und wieder rein göttlich zu werden. Spannend noch, um das abzuschließen, um das wirklich abzuschließen, Phänomene des Mittelplatonismus. Das Hauptwerk, auf das sie sich berufen haben bei Plato, war Theätet. Das ist das Buch, mit dem sie am meisten gearbeitet haben, auf das sie sich bezogen haben. Und ja, Figuren, die nun in diesem Rahmen hervorgetreten sind, waren wie gesagt Eudoros von Alexandrien und Philon von Alexandrien oder Philo. Ja, als die zwei prägenden Gestalten, Begründer soll ein gewisser Antiochos von Askalon oder Askalien oder so gewesen sein, der irgendwie um 45 vor Christus im Übrigen schon starb. Aber spannend wird's mit Eudoros von Alexandrien und Philon von Alexandrien. Eudor von Alexandrien. Eudor von Alexandrien wurde geboren vermutlich um 75 nach Christus, also schon eine Weile nach diesem Antiochos von Askalon. Um 75 nach Christus wird er wahrscheinlich geboren. Und ja, was zeichnet ihn aus? Zunächst einmal bezieht er sich auf Platon, sieht Platon aber gar nicht als den einzigen und ersten der großen philosophischen Denker, sondern sieht Platon als selber auch einen Erben früherer Philosophie, nämlich von Pythagoras und Moses. Ja, und hier sieht man, dass nun mit dem Mittelplatonismus nicht nur christliche und jüdische, sondern überhaupt orientalische Motive im griechischen Denken auftauchen, aufgenommen werden und eine ganz große Rolle, eine Rolle spielen. Ahnvater aller Philosophen aus Sicht von Eudor und aus Sicht von Philon ist Moses. Pythagoras war dann einer seiner ganz wichtigen Schüler und ja, Plato ist im Grunde der, der das Ganze dann in Perfektion zum Ausdruck und zur Überlieferung gebracht hat. Berufung auf Moses. Ahnenreihe, intellektuellen Ahnenreihe startet in Moses. Dann haben wir eben gesprochen über Dualismus, Trinitarismus, ja, Zweiteilung der Welt oder sogar Dreiteilung, Dreifaltigkeit, keine zufällige Assoziation zum Christentum, sondern das wirkt aufeinander ein. Monas ist die Einheit, Dias ist die Vielheit. Und bei Eudor taucht nun erstmals tatsächlich philosophiegeschichtlich ein Gott oben drüber auf. Das heißt, das Prinzip der Monas, der Einheit, als die Einheit von allem, als Atom vielleicht auch vorgestellt, ja, als das Einfache, aber vielleicht auch das Einzige, das Eine, das dem Vielen gegenübersteht, wird noch überschritten im Denken, wird noch unterstellt der Idee des wirklichen Gottes, nämlich des, Wolfgang Gombotsch nennt ihn, des Gottes oben drüber. Dieser Gott oben drüber, der tatsächlich im Jenseits ist, der unbegreiflich ist, der das Erste ist, was überhaupt ist, dieser Gott oben drüber ist nun wirklich in voller Kraft
transzendent, jenseitig, nicht mehr von dieser Welt, nicht mehr mit unseren Maßstäben zu beschreiben. Da ist kein Stückchen Zeus mehr übrig, da ist kein Stückchen auch Demiurg mehr übrig, sondern das ist wirklich die Unbegreiflichkeit selber, die wir als Gott begreifen und die dann eben hervorbringt Monas und Dias. Und damit haben wir eine Art Dreifaltigkeit, eine Art Trinitarismus. Ein Trinitarismus, der alle Menschen dazu anhalten sollte, eben in sich zu gehen, sich mit diesem Jenseitigen vermutlich meditativ auseinanderzusetzen und eben eine Gottanähnlichkeit, Anähnlichung zu erreichen. Ein Motiv, das es schon bei meines Wissens auch bei Pythagoras gegeben hat. Die Anähnlichung an Gott durch Meditation, durch in sich gehen, durch Philosophieren. Auch hier, weltliche Güter sind irrelevant. Die Welt ist interessanterweise außerhalb der Zeit auch schon geschaffen. Das sind so die Punkte, das sind 6 Punkte, die Eudor auszeichnen. Intellektuelle Ahnenreihe, zurückgehend auf Moses. Es gibt die Monas und die Dias, die nun durch ein drittes noch überstrahlt wird, nämlich den Gott oben drüber. Dieser Gott oben drüber ist unbeschreiblich, ist das Erste, also das, was auch irgendwie Monas und Dias wohl vorausgeht. Es gilt, sich zu versenken, sich Gott anzuähnlichen und insofern auch die Welt nicht zu wichtig zu nehmen. Irdische Glücksgüter sind nicht von Bedeutung und die Welt ist außerhalb der Zeit geschaffen. Was Eudor wohl noch macht, das erwähnt Gombotsch, wobei ich es nicht weiter ausführen kann. Er stellt schon Fragen nach 3 wichtigen Punkten, nämlich nach Werten, Handlungen und Neigungen oder Trieben. Das versucht er zu untersuchen, das versucht er auszuloten. Das heißt, er geht schon an die Prinzipien, Mensch, was sind eigentlich Werte, was sind Handlungen, welche Handlung wollen wir, welche Triebe leiten uns. Eudor gilt als säkular. Auch wenn Moses auftaucht, ist er nicht wirklich religiös gebunden, ist er nicht wirklich irgendwie christlich oder ähnlich, sondern er gilt als säkular. Seine religiöse Entsprechung findet er mit Philon von Alexandrien, den man auch Philo-Judäus nennt. Philo-Judäus war Jude. Entsprechend ist es bei ihm gar nicht so abwegig, Moses eben auch natürlich als ersten Urahn zu sehen. Und ja, eigentlich blieb Philon Dualist. Ja, wir haben eben gesehen, bei Eudor wird der Dualismus zu einem Trinitarismus, wo im Grunde ja irgendwie gleichberechtigte 3 Sphären, Seinsweisen Gottes existieren oder eben doch irgendwie auch nicht, noch ein bisschen ungeklärt, so wie ich es verstehe. Bei Philon bleibt es erstmal bei dem Motiv Monas und Dias. Und auch die sind gleichberechtigt. In diesem Fall ist Monas der unbegreifliche Gott. Dias ist der Geist. Dias sind die Ideen dieses Gottes. Dias ist der Logos des Gottes. Deswegen gehören die zusammen auf eine Ebene und sind nicht einfach so zu trennen. Tendenziell ist der Gott unsterblich, die Dias, ich bin mir nicht ganz sicher, ewig weiß ich nicht, aber wir haben diese beiden und es gibt trotzdem auch ein drittes Motiv, aber während bei Eudor wir Monas und Dias haben und darüber den Gott, haben wir jetzt den Gott, seine Gedanken, seinen Geist und die Psyche. Die Aufteilung von Aristoteles. Der Geist ist sozusagen der Geist Gottes, in dem die Welt in Form von Ideen und Formen existiert. Und die Psyche ist der Teil, in dem tatsächlich dann die
die konkrete Seele tätig wird, die Welt schafft und ja, wo nicht ganz klar ist, ist es eine, es wird als Weltseele betrachtet, es wird aber auch als Einzelseele angesprochen, es gibt, oder zumindest als persönliche Seele, abstrakt, persönlich, Weltseele, ist nicht ganz klar, aber auch hier für uns wieder das Ziel der Gottanähnlichung. Im Gegensatz zu Eudor ist Philon tatsächlich ein sehr weltzugewandter Mensch gewesen. Das heißt, seine Philosophie geht schon dahin, die Welt zu überwinden, ja, sich Gott anzuähnlichen, aber man muss jetzt nicht in Askese gehen, man muss sich nicht völlig abwenden. Wenn es einen gerade gut trifft, kann man das genießen. Man darf sich nur eben nicht verleiten lassen, sich ablenken zu lassen. Philon war offenbar auch in der jüdischen Gemeinde ein sehr hoch angesehenes Mitglied. Er hatte vermutlich viel Geld, viel Einfluss, hat diplomatische Reisen gemacht, muss ein sehr gutes Leben geführt haben mit Besuchen im Theater, mit eben ja Kulturveranstaltungen, also kulturell sehr entspanntes und befriedigendes Leben. Bei ihm gibt es im Übrigen auch die Position, dass die Natur tätiger Logos in der Welt ist. Das heißt, die Natur hat schon eine Rolle. Wir haben also Monas, Dias, Psyche und wir haben auch die körperliche Natur, die tätiger Logos ist. Aber da eben Philon auch tatsächlich nicht völlig weltabgewandt ist, sieht er sogar die Rolle der Weisen in politischer Betätigung. Und das unterscheidet ihn von anderen Mittelplatonikern und auf jeden Fall natürlich auch von den Neuplatonikern, weil er eben tatsächlich auch eine gewisse politische Dimension in seinem Denken zulässt. Im Übrigen eine demokratische, was auch irgendwie nicht so ganz passt zum Rest der Bande. Die anderen zeichnet gerade aus, dass sie sich sogar auch von Plato dadurch abgesetzt haben, dass Plato ja nun auch ein sehr bedeutsames politisches Werk, wichtige, große politische Anliegen hatte, im Übrigen natürlich antidemokratisch. Aber das haben die nicht aufgenommen. Eudor nicht, Plotin nicht. Für sie ist Politik nicht das, was man tun soll, sondern das ist das, wovon man sich zurückzieht. Aber was jetzt spannend ist, auch weltgeschichtlich tatsächlich, erstmals in der Weltgeschichte entwickelt ein Denker negative Theologie. Wir hatten schon in den früheren Folgen die Bedeutung, was negative Theologie ist. Das heißt, der Gott, der im Grunde wie Eudors Gott oben drüber, aber mit dem Geist auf einer Stufe, sich unserem Begreifen letztlich entzieht, den wir nicht wirklich durchschauen können, von dem wir nur sagen können, dass er das Erste ist, auch weltgeschichtlich neu, also der Gedanke des Ersten tatsächlich in dieser Weise ist bei Eudor und Philon neu, dieser Gott kann eigentlich nur dadurch beschrieben werden, dass wir ihm die großartigsten Zuschreibungen machen, die wir uns denken können, und dann immer sagen, aber so ist er nicht. Ja? Der Gott ist noch größer als groß. Er ist eigentlich nicht groß. Er entzieht sich der Größe. Er ist schöner als schön. Er ist nicht schön. Ja? Gott ist anders. Die negative Theologie taucht weltgeschichtlich offenbar das erste Mal bei dem Juden Philo auf und soll dann eben eine ganz, ganz, ganz große Rolle auch im Christentum, im Islam in vielerlei Denken einfach auch von Westen und auch Osten spielen. Das sind die beiden wichtigsten Gestalten der Mittelplatoniker. Und wichtigste Punkte waren Gott oben drüber, unbeschreiblicher Gott, das Erste. Das haben sie sozusagen beide bei Eudor ausgesprochen, Gott oben drüber, bei Philo als
negativ durch negative Theologie zu beschreibendes jenseitiges Wesen. Und das finden wir später natürlich auch alles bei Plato, bei Plotin. Genau. Das ist der Mittelplatonismus. Neupythagorea, Neupythagorismus. Gemäß Gatti finden wir 7 Punkte im Neupythagorismus. Der Neupythagorismus baut auf den Mittelplatonismus auf, ändert aber jetzt ein bisschen die Sichtweise. Moses wird meines Wissens hier nicht groß erwähnt, aber dafür wird Plato jetzt in ein schlechteres Licht gerückt. Die Neupythagorea sagen nämlich, Plato ist eigentlich ein Dieb. Plato hat eigentlich nur Plagiat begangen. Plato ist jemand, der sich mit fremden Federn schmückt. Der eigentliche große Denker, größte Denker aller Zeiten war Pythagoras. Und Plato hat abgekupfert. Was nicht heißt, dass deswegen alles falsch wäre, was Plato schreibt. So. Die Existenz ist nicht körperlich. Ja? Das wirkliche Sein ist Seele, ist seelisch. Im Moment des Todes trennt sich die Seele vom Körper. Eine Vorstellung, die durchaus auch Plotin später zukommt. Was sind Menschen? Die Verbindung von Seele und Körper. Das macht den Menschen aus. Und im Grunde wollen wir uns selber überwinden und zu unserem eigentlichen seelischen Selbst zurückkehren. Das ist Plotin, ist in gewisser Weise auch die Lehre der Neupythagoreer. Die Neupythagoreer halten am Dualismus fest, Monas, Dias, ja, Ideenwelt, reale Welt. Aber was sie jetzt auch noch neu einbringen, ist Materie. Materie wird jetzt tatsächlich als Grund des Bösen gesehen. Möglicherweise sogar als Gegenkraft zum eigentlichen Gott. Gibt Schwierigkeiten, immer wieder in der Architektur. Es gibt immer wieder Ambivalenzen, auch bei Plotin, ob nun tatsächlich es das Böse als wirkliche eigene Kraft gesehen werden kann, weil das im Grunde natürlich dann immer auch an der Allmacht des jenseitigen Einen nagt. Aber das ist tatsächlich auch ein ganz großer Punkt gewesen. Materie wird nun ganz klar definiert und definiert und herausgestellt als der Grund von allem Bösen. Das heißt, Neupythagoreer sehen Pythagoras als den ersten aller Denker oder als den größten aller Denker. Die Existenz ist im Grunde, die wirkliche Existenz ist seelisch. Im Tode trennen sich Seele und Körper wieder voneinander. Wir erhalten den Dualismus aufrecht. Materie wird als das Schlechte dargestellt und es wird noch so ein bisschen, da weiß ich nicht mehr drüber, die Zahlenmythologie von Pythagoras wieder aufgegriffen, bekommt irgendeinen Stellenwert. Möglicherweise auch im Zusammenhang mit der Idee Einheit, Vielheit und so weiter und mit den Gegensätzen. Der Denker der Neupythagoreer, der erwähnenswert ist, ist Moderates von Gades. Moderates von Gades weist nun diese Dinge auf, die ich eben beschrieben habe. Und eine Sache, die jetzt tatsächlich super stark schon Plotin vorwegnimmt. Er bleibt beim Dualismus. Es gibt das Gute, den Gott oben drüber. Es gibt das Nous als den Geist, das wird aber nun untergeordnet. Und weiter drunter geordnet finden wir jetzt nicht mehr die Psyche oder so, sondern den Demiurg. Den, der die Welt dann tatsächlich geschaffen hat, nach den Ideen des Nous, die das Göttliche gehabt hat. So, wir haben jetzt hier die Dreifaltigkeit oder auch den Dualismus. Wir haben den Gott-Dualismus, das Gute und Geist, ergänzt durch eine dritte Kraft, den Demiurg, als Schöpfer, als eigentliche Schöpferkraft, und wir haben jetzt eine gerade Hierarchie. Wir haben eine Hierarchie, die anzeigt, es gibt jetzt ein Oben und Unten, es sind nicht irgendwie
verschiedene Formen von Monas, Dias und noch einem dritten, die miteinander spielen, sondern es ist eine klare Über- und Unterordnung aufzufinden. Und es gibt im Übrigen noch zwei Kräfte darunter, unter diesen, ich will sie mal Hypostasen nennen, nämlich es gibt jetzt noch die Physis, die möglicherweise wirklich existiert, ja, die Welt der Körper, und es gibt das Schatten, den Schatten des Nichtseins, das Materielle. Das erinnert schon verdammt stark an Plotin. Ja? Wir haben das eine wird zu Geist und Sein, das bringt das Seelische hervor, das die Welt gestaltet. Nicht unbedingt, ja doch, auch bei Plotin manchmal als Demiurg dargestellt, wenn auch eher als Psyche, als Seele. Es gibt das körperliche Wirkliche, das ein Abglanz der Seele ist und ein Ausfluss der Seele, und darunter ist als die wabernde, wieder nichtig seiende, nicht seiende Kraft das rein körperliche, die amorph materielle Gegenkraft, die aber irgendwie eher Mangel als eigenes ist. Das ist super spannend. Da haben wir schon einiges von Plotin vorweggenommen. Und so sehen wir, wie jetzt von den verschiedenen Denkern die einzelnen Punkte zusammenkommen. Der eine bringt den Gott oben drüber ein, der andere die negative Theologie. Gottanähnlichung wird genommen. Jetzt wird hier im Grunde die drei Hypostasen werden jetzt aufgebaut, schon in eine Ordnung gebracht. Und auch die beiden weiteren, ich nenne sie mal Subhypostasen, werden hier mit aufgenommen. Unsterblichkeit der Seele ist natürlich klar. Es gibt eine Erlösung für die Seele, wenn man sich eben mit Gott vereinigt und das Körperliche hinter sich lässt. Das war die vorletzte der Schulen oder der Schulen, die Plotin geprägt haben. Kommen wir zum letzten. Das waren die beiden Gestalten Numenios und Kronios. Und die verbinden im Grunde nun Mittelplatonismus und Neupythagorea. Sie sind, leben irgendwie um die 150, 180 nach Christus. Sie gehen von einem ruhenden Gott aus, unterhalb dessen es quasi einen bewegten Gott gibt, das Nous, und die Psyche, die eben demiurgisch, nee, die nicht demiurgisch ist, sondern die Geschöpf ist. Die Psyche ist Geschöpf des ruhenden und bewegten Gottes. Also wieder Dualismus. Das Interessante ist übrigens, der ruhende Gott ist auch der Vater. Und das ist sehr, sehr spannend, denn wir sehen, wie sich auch der christliche Trinitarismus hier irgendwie schon ankündigt. Ja, die Dreifaltigkeit von Protestanten, Katholiken und auch Orthodoxen. Und wir sehen aber auch hier etwas, das ist ganz spannend. Also der Sohn, im Christentum sollte ja Logos, das Wort, das fleischgewordene Wort eben im Sohn sein. Sehr spannend ist übrigens, dass eine Sekte des Christentums, des frühen Christentums, die sogenannten Arianer, dass die tatsächlich auch die Position vertraten, dass Jesus nämlich der eigentliche Schöpfer der Welt ist. Das heißt, es gibt den Gott, der alles geschaffen hat. Es gibt den Geist. Und Gott hat mit dem Geist quasi Jesus geschaffen. Und Jesus hat dann die Welt tatsächlich hervorgebracht, geschaffen auch, und ist dann später eben auch Fleisch geworden. Das ist übrigens eine Position, die auch die Zeugen Jehovas haben. Und in diesem Bild ist Jesus auch nicht selber Gott. Bei den Christen ist ja so, dass Jesus selber Fleisch gewordener Gott ist. Er ist Sohn Gottes, er ist Gott. Er ist Teil der Dreifaltigkeit. Er ist Teil dieses unverständlichen Gottkonglomerats. Bei Arianern und auch bei Zeugen Jehovas ist das nicht der Fall, sondern da ist Jesus unterhalb des eigentlichen Gottes, ist schon sehr nah, ja, ist ein
ich weiß nicht, ob man ihn auch als Dämon bezeichnen kann, was ein in dieser Zeit und im Christentum sehr positiv besetzter Begriff auch sein kann. Also nicht wie aus irgendwelchen Horrorfilmen. Aber auf jeden Fall ist Jesus nicht Gott, aber er ist derjenige, der im Auftrag Gottes die Welt dann tatsächlich erschaffen hat, weil Gott sich dafür zu fein ist, weil Gott das nicht nötig hat, weil Gott als der, sprechen wir mal aristotelisch, unbewegte Beweger gar nicht intendiert tätig wird in dieser Weise. Okay, also, kommen wir zurück zu Numenius. Wir haben den ruhenden Gott, bewegten Gott und die Psyche. Der ruhende Gott ist der Vater. Die Psyche ist allerdings in diesem Fall nicht der Schöpfer, sondern das Geschöpf. Der reale Kosmos wohl sogar. Das heißt, die Psyche ist sogar selber der Kosmos. Der Kosmos ist die Psyche. Alles ist irgendwie scheinbar seelisch. Ist eine Form von Trinitarität, wo sozusagen das Dritte die Welt ist. Ja, so. Was er neu hat, ist tatsächlich auch dieser kontemplative Gedanke, den ich gerade schon angedeutet habe. Der erste Beweger, der es nicht nötig hat, der nicht konkret denkt, weil er ist ja einfach, ja, der nicht irgendwie denkt, Mensch, ich schaffe mal eine Welt, das wird eine geile Story, sondern aus dem er die Welt emaniert, aus dem durch Emanation, durch Ausfluss eben, durch Überfülle, dann die unteren Ebenen entstehen. Und das ist eben auch eine kontemplative Schöpferkraft, die hier tatsächlich erstmals gedacht wird, die wir dann auch in Plotin finden. Auch der Gedanke, alles in allem. Gott ist alles in allem. Wir sind in Gott, Gott ist in uns. Alles ist irgendwie in allem. Haben wir in Plotin im einen natürlich. Das eine ist in uns, wir haben Anteil am einen und so weiter. Er ist der Erste, der das denkt. Das haben jetzt die anderen zum Beispiel auch noch nicht gedacht. Es gibt eine persönliche Vereinigung mit Gott. Also nicht nur Loslösung und Geistwerden und Selbst, sondern es gibt eine persönliche Vereinigung mit Gott, was ja in gewisser Weise bei Plotin auch ist, wenn er sagt, ey, ich bin in mich gegangen und bin wieder aufgewacht und habe mich erinnert, wie es ist, wenn ich nicht mehr ich bin. Aber irgendwie war er dann ja doch noch er, wenn er sich erinnert oder wie. Also auch natürlich eine gewisse Ambivalenz, eine gewisse Ungeklärtheit, die sich hier aber auch bei Numenius und Kronios schon andeutet, die hier schon vorgebaut ist. Genau, es gibt kein körperliches Sein bei Numenius und Kronios, das unterscheidet ihn oder die beiden von Plotin. Und ja, Materie ist die alogische Seele, ist die Gegenkraft zu Gott. Alogische Seele, aber immer noch Seele. Materie ist letztlich nicht Materie, sondern ist nur Leerheit, ist nur Schwachheit, ist nur Krankes, ist nur, ja, Verfallsform, ist nur Unterstes. Das ist Numenius Kronios. Und jetzt haben wir gesehen, wie wir aus den verschiedenen Philosophien die ganzen Elemente haben, die wir dann bei Plotin wiederfinden, die ich eigentlich in den letzten Videos schon ausgeführt habe. Wir haben die Stoa, die die Ethik gibt, die die Ethik vorgibt, ja, das Weltabgewandte, das sich nicht interessieren für das hiesige Geschehen. Wir haben den Mittelplatonismus, der den Gott oben drüber bringt, der das Erste wirklich, Gott als das Erste, das Unbeschreibliche denkt, das durch negative Theologie zu betrachten ist. Wir haben das Spiel mit den drei ersten Prinzipien, ja, Gott oben drüber, unbeschreiblich, Transzendenz, Geist, Seele, Demiurg, irgendwie so. Dieses Spiel mit diesen Kräften, die irgendwie zusammenhängen und man weiß nicht so genau, warum. Wir haben dann beim Neupythagorismus bei Moderatus von Gades das erste Mal die Hierarchisierung, denn man muss sich ganz klar machen, Plotin ist am Ende Monist. Ja? Während man bei Plato womöglich sagen kann, dass er Dualist war mit dem Ideenreich und dem realen Reich, spielen wir im Mittelplatonismus uns irgendwie durch Jonglieren mit einem dritten Ball dann zum Trinitarismus hoch. Moderatus von Gades bringt das Ganze wieder straight und sagt, nix da, wir haben das eine, aus dem sozusagen alles fließt. Das ist eine ganz klare Hierarchie bis hin zum Schatten des Nichtseins. Und wir haben Numenius, der eben ja alles in allem denkt und der das Prinzip des Schöpfens entwickelt. Also die Kontemplation, die Überfülle, die aus sich heraus eben wirklich dann die Welt hervorbringt. Das Ganze, zusammengefügt natürlich mit Aristoteles und Plotin, vermittelte vermutlich möglicherweise Ammonius Saccas. Der Lehrer von Plotin,
mit dem, durch den er an diese ganzen Geschichten, an diese ganzen Erzählungen, an diese ganzen Theorien, an diese ganzen Spekulationen herangeführt wurde. Was wir von Ammonios Sakkas wissen, und das ist, finde ich, nicht das Unsympathischste, die Schüler von Ammonios Sakkas waren sich nicht zu fein oder zu schade, ihn zu kritisieren und sich auch gegenseitig zu kritisieren. Zugleich haben sie aber auch immer sehr stark hervorgekehrt, was sie an dem jeweils anderen schätzten und von dieser Person aufgenommen haben. Ammonios Sakkas hat seine Schüler offenbar zu eigenem Denken angeregt. Er hat gesagt, Plato ist derjenige, der göttlich inspiriert die Wahrheit hat. Aber wenn wir nun Kommentare zu Plato lesen, sollen wir die nicht einfach nur lesen und wiederkäuen, sondern wir sollen selber mit dem Denken Platos denken. Wir sollen selber uns verständlich machen, wie das alles gemeint ist. Wir sollen selber als Persönlichkeit denken. Und wir sollen insofern durchaus auch uns gegenseitig und andere kritisieren, aber auch ehrlich wertschätzen. Das heißt, ein sehr ehrliches Verhältnis haben, nicht irgendeinen Chorgeist, nicht irgendein Gehorsam oder auch andererseits irgendwie Negatives gegeneinander, sondern tendenziell wertschätzen und selber denken. Und genau das ist ein Feature, das ist eine Eigenheit, die nicht nur bei Plotin, sondern auch bei Porphyr, dem Porphyrios, dem Schüler von Plotin Plater festzustellen ist, der relativ klar und dezidiert sagt, wo er von Plotin dann später abweicht, wo er andere Sichtweisen hat und trotzdem völlig klar ein Schüler Plotins blieb, ein stolzer Schüler Plotins blieb und eben überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir heute Plotins Werk lesen können. Insofern ist Ammonios Sakkas sicherlich auf jeden Fall als Persönlichkeit ein sehr guter Philosoph und philosophischer Lehrer gewesen. Genau, Plotin hat das weitergetragen. Wir wissen nicht, was die Inhalte waren, was sich geändert hat zwischen den beiden. Aber wir wissen, das Ganze bildet, was ich eben beschrieben habe, bildet in Plotin ein Amalgam, das dann tatsächlich auch strukturell, argumentativ eben zumindest in Teilen sauber hinterfragt, sauber orientiert ist und nicht einfach nur wild irgendwelche Ideen zusammenmanscht und sagt, so ist die Welt, sondern immer auch die Frage stellt, Mensch, wie komme ich da drauf? Was sind die Grundgedanken, die Grundprinzipien, warum muss ich das denken? Das ist das, was bei Plotin auch spannend ist. Ja, und das sind die Wurzeln, die dahinter stehen.